Guten Morgen. Ich melde mich heute mit einem neuen Video. Ich glaube, das wird das Wehen-Tagebuch-Video. Denn in der Nacht von gestern zu heute, von dem 17. auf den 18., habe ich nämlich ein paar Krämpfe bekommen. Also eher so Bauch, nicht Bauchkrämpfe, sondern Unterleibkrämpfe, so ein Ziehen und auch ein bisschen periodenartige Krämpfe, die immer mal wieder in der Nacht aufgetreten sind. Also ich konnte die Nacht jetzt nicht so gut schlafen. Ja, und zum Glück habe ich jetzt gleich meine neue Hebamme hier ab 8.30 Uhr. Ich werde sie dann einfach mal bitten, mal den Befund sich anzuschauen. Sagt man doch so, oder? Ja, jedenfalls habe ich ja von einer anderen Mami, die ich ja gestern getroffen habe, gehört, dass sie auch nur Krämpfe hatte und schon 5 cm auf war. Also dadurch, dass ich natürlich einen langen Weg habe und sicher gehen möchte, was jetzt passiert, dann lasse ich sie gerne nochmal mich untersuchen. Zum Glück habe ich heute auch nochmal einen CTG-Termin bei meiner Frauenärztin, aber erst am Nachmittag. Also es kommt jetzt darauf an, was die Hebamme gleich sagt, und dann würde ich dann auch sofort ins zum Frauenarzt fahren. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum fährt sie nicht direkt ins Krankenhaus, man soll ja erst ab 4 cm ins Krankenhaus fahren. Und ich habe ja eigentlich noch keine Wehen. Es ist so ein komisches Ziehen. Aber nachdem ich die Story eben gestern gehört habe, und sie war auch Zweitgebärende, will ich jetzt einfach nochmal sicher gehen. Ja, und mein Krankenhaus ist einfach mal 40 Minuten von hier entfernt. Und jetzt mit Berufsverkehr am Morgen ist das, glaube ich, auch nicht die sinnvollste Art, da jetzt hinzufahren. Ich glaube, das ist André, der hat mir jetzt einen Chai Latte besorgt. Hallihallo! Wir haben heute 40 plus 1. Nämlich der Tag, wo ich dachte, dass heute die Wehen kommen, weil heute Vollmond ist. Bis jetzt hat sich hier noch nichts gezeigt. Und wir waren aber auch schon draußen ein bisschen spazieren. Ich will jetzt nicht übertreiben, also wir haben jetzt vielleicht eine Stunde. Ich konnte einfach nicht. Also ich watsche echt nur durch die Gegend. Wir haben aber dafür ganz lecker Indisch gegessen. Es war so viel, dass unser Magen jetzt mega voll ist. Gar keinen Hunger. Dabei möchte ich heute Abend noch Spargel essen. Noah ist schon den ganzen Tag bei meinen Eltern. Der wird auch heute dort schlafen. Wollte er. Also ich hatte das gar nicht geplant, aber er wollte das. So, und dann werden wir uns heute echt so ein bisschen rumlümmeln. Der Tag ist ja auch schon fast rum. Wir haben jetzt 18 Uhr und wir haben auch ein bisschen geschlafen. Ja, langweilen uns ehrlich gesagt. Wir haben ja schon alles hier vorbereitet, alles fertig. Und ja, niemals hätten wir gedacht, dass wir jetzt doch so lange warten. Ich habe einen Nelkentampon heute genutzt. Und irgendwie komischerweise brennt der ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob es euch genauso erging, aber so ein Nelkentampon brennt extrem. Ich habe kein normales Tampon benutzt. Ich habe die Anleitung nach Karens Buch gemacht. Und zwar so eine Mullkompresse genommen und da so 2 Knoten reingemacht und die dann in Nelkenöl reingetunkt. Und dann, ja, eine Stunde getragen. Und laut meiner neuen Hebamme soll ich dann eben das wiederholen nach 6 Stunden. Das heißt, heute Abend um 12 werde ich das dann nochmal machen. Ja, mal sehen, was das so bringt, ne? Aber es tut sich gerade gar nichts. Noch nicht mal irgendwie periodenartige Schmerzen, so wie letztens. Das war ja kein Fehlalarm, aber es war schon so eine Ansage, so eine kleine Ansage. Aber mehr auch nicht, ne? Sonst würde ich das jetzt hier nicht drehen. Hallo, heute sind wir 40 plus 2. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich einen Nelkentampon benutzt habe. Und in der Nacht kamen tatsächlich Wehen. Aber das waren keine regelmäßigen Wehen, sonst würde ich jetzt hier wieder nicht stehen. Das waren Wehen mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens. Von 2 bis 3 Uhr morgens habe ich sie sogar gezählt mit einem Wehenzähler. Die kamen alle 5 Minuten. Das waren starke Periodenkrämpfe, so würde ich sie bezeichnen. Also sie kamen immer wieder, ich habe sie gespürt. So, ja, jetzt geht's los. Und ich wecke gleich André auf oder stehe gleich auf und mache ein paar Übungen oder was auch immer. Ja, und dann bin ich eingeschlafen, wollte noch ein bisschen Kraft tanken. Und dann bin ich heute Morgen um 8 aufgewacht. Und es gab natürlich keine Wehen mehr in der Zwischenzeit. Ja,
was soll ich sagen, dieses Auf und Ab, das kenne ich gar nicht. Ich hatte das bei Noah ja gar nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch dabei ergangen ist, ob ihr drüber wart und ob solche Vorboten sich gezeigt haben. Viele haben gesagt, es sind Vollmondwehen, kleine Vollmondwehen. Ja, und deswegen werden wir heute wieder Noah abholen, spazieren gehen, ein bisschen draußen verbringen und ganz gemütlich machen und mal gucken, was der Tag heute so bringt. Mal gucken. Hallihallo, ich bin jetzt 40 plus 4 und heute war auch noch mein besonderer Tag. Ich war heute bei der Hebamme zur zweiten Untersuchung nach ET und ja, sie hat heute eine Alpo-Lösung gemacht. Für alle, die nicht wissen, was das ist eigentlich nur so eine Massage, wo sie mit zwei Fingern in den Muttermund reingeht und dann quasi die Fruchtblase löst vom Becken. Das Kind sitzt richtig tief im Becken, was ja super ist, also super Startposition, sagte sie. Und ja, ich bin gespannt, ob das was bewirkt. Sie meint, das ist auch sehr wehenauslösend, heute nochmal schön spazieren gehen und auf Zucker verzichten. Und ja, meine Familie ist jetzt hier und wir gehen jetzt Mittagessen mit Noah. Und danach werden wir mal ein bisschen spazieren gehen und mal gucken, was das so bringt. Und sie hat mir nochmal eine neue Nakenöl-Lösung mitgegeben. Ja, und das eine ist auf jeden Fall, was sie meinte, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass die Geburt noch so fern von mir und meinem Kopf ist. Und dass auch die Geburt, die Schwangerschaft generell so weit weg war. Hatte sie mir empfohlen oder nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass ich auf jeden Fall viel darüber nachdenken soll, wie die Geburt stattfinden wird und ich mir das bildlich vorstellen soll. Allein diese Gedanken und diese Kraft, die helfen dir auch schon, wahrscheinlich die Wehen auszulösen. Und das werde ich dann heute mal machen. Wenn heute Nachmittag noch nichts passiert, werde ich mich dann mal in die Meditation begeben, so eine Affirmation starten. Ich habe mir auch dank einer Zuschauerin, vielen lieben Dank, mal die Soul Mama angeguckt und ihre Affirmationen mir angehört und das werde ich dann wahrscheinlich später auch nochmal machen. Ja, vielleicht melde ich mich ja später im Laufe der Zeit nochmal. Also mal gucken. Hallo zusammen. Oh Gott, das will ich, weiß gar nicht, was ich sagen soll, André. Ich weiß nur, dass ich jetzt meine Wehen ein wenig tracke und ich ein bisschen leichte Wehen habe. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt Geburtswehen sind oder wieder nur so periodenartige Wehen, aber es sind auf jeden Fall schon mittelstarke Kontraktionen, würde ich sagen. Jetzt habe ich gerade eine kleine Pause und bin gerade dabei, hier noch das zu tracken. Kann man das erkennen? Kann man die Intensität noch einstellen. Seit genau 23 Uhr, so fast 2 Stunden geht das hier schon so. Und die sind schon die sind von leicht auf mittel gegangen. Das kann ich sagen. Ach so, wir haben 1 Uhr. Hallo, wir haben uns jetzt entschieden loszufahren. Ich habe auch gerade schon im Krankenhaus angerufen. Ich musste gerade schon eine Wehe veratmen. Die kommen jetzt nicht alle 5 Minuten, sondern ich würde sagen so 10 Minuten. Aber sind schon mittel bis stark, starke Wehen, die ich jetzt hier im Schneidersitz versuche zu veratmen, was gar nicht so einfach ist hier in diesem ruckeligen Auto. Ich snacke nebenbei noch meine Rosinen und Nüsse, weil ich jetzt so voll Hunger bekommen habe. Aber ich muss da jetzt auch schon mehrfach auf die Toilette. Vielleicht ist das auch eine wichtige Info an dieser Stelle. Ja, wir fahren jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten und Verkehr ist ja hier nicht mitten in der Nacht, ne, André? Hör auf! Ich habe ja irgendwie Angst, dass wir zu voreilig sind, dass wir zu früh losgefahren sind, aber überall sagen sie, ja, wenn die ersten Zeichen kommen, beim zweiten Kind müsst ihr sofort losfahren. Und wenn ich jetzt das so mal so zurückrechne, habe ich ja jetzt schon seit 3 Stunden, oh, das ist so ruckelig, Kontraktionen, Wehen,
Aber nachdem die Hebamme heute die iPol-Lösung gemacht hat, würde ich da jetzt nicht so spekulieren, dass wir nicht losfahren. Also das war jetzt schon so ein Zeichen, okay, heute kann es losgehen, finde ich. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier und ich meine, sind auch schon stark genug, dass wir losfahren können. Nur hoffe ich, dass mein Muttermund jetzt auch schon aufgeht oder schon längst auf ist. Mal sehen, werden wir ja gleich im Krankenhaus sehen. Ne? Ja, kann ja sein, dass wir auch wieder zurückfahren müssen und ich jetzt hier wieder veratmen muss. Aber das wird jetzt bestimmt keine 3 Tage dauern wie bei Noah. Wir machen jetzt gerade ein CTG. Die Wehen, habe ich ja schon gesagt, sind nicht mehr so oft da, aber dafür doll. Und jetzt gucken wir mal, ne, nach dem CTG, was hier Sache ist. So. Die Hebamme hat jetzt mal geguckt, wie heilt es. Ne? Also 1 bis 2 Zentimeter auf. Und wir sollen spazieren gehen. Wie spät haben wir? 4 Uhr morgens. Hat nicht irgendjemand gesagt, beim zweiten Kind geht's schneller? Wir sind jetzt hier schon wieder 6 Stunden. Ja, jetzt haben wir ja schon wieder 6 Stunden Wehen, ne? Wenn man das so sagen kann. 22.30 Uhr. Ja, also es sind ähnliche Wehen wie bei Noah in den ersten 3 Tagen. Definitiv. Und ich glaube, das wird ganz genauso ablaufen mit der Fruchtblase. Die wird nicht vorher platzen, die wird aufgemacht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Naja, jetzt müssen wir noch ein bisschen spazieren gehen, André. Ne? Komm, laufen wir noch mal ein Stück hier. Anmeldung haben wir auch gerade gemacht. Hallo. Wir sind wieder zurück zu Hause. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind jetzt wieder zurück zu Hause, weil die Wehen gegen 6 Uhr wieder zurückgegangen sind und halt super unregelmäßig kamen. Der nächste Grund war außerdem auch noch, dass das Kind irgendwie nicht gegen den Muttermund drückt, sondern gegen irgendwas anderem, also irgendein Gewebe. Und es verursacht extreme Schmerzen, weshalb ich auch die Wehen viel doller spüre. Schon so zu Beginn bei 1,2 cm offenem Muttermund. Und dann haben wir entschieden, dass wir um 6 Uhr wieder zurück nach Hause fahren zu Noah und zu meiner Mama. Und ja, wir sind dann nach Hause gekommen. Er ist gerade wach geworden, er war sehr nörgelig. Wir haben das aber noch gut in den Griff bekommen. André und ich haben einfach gar nicht geschlafen die Nacht. Und ich habe jetzt auch schon geduscht und Mittag gegessen. Also den ganzen Vormittag lag ich jetzt hier. Und die generelle Empfehlung der Hebamme ist, dass ich nur auf der linken Seite liege und mich kaum bewege, damit das Kind in die richtige Position rückt und auf den Muttermund drückt und nicht irgendwo anders. Bedarf noch so eine kleine Mechanik, hat sie gesagt. So eine Geburtsmechanik, davon sprach sie. Momentan geht es mir noch gut, aber wenn dann mal eine Wehe kommt, dann ist sie schon extrem doll. Ich muss sie dann halt schon doll veratmen. Ich habe mir das natürlich nicht so vorgestellt, dass wir nochmal nach Hause fahren. Gerade weil alle sagen, ja, beim zweiten Kind geht es so schnell und du musst sofort ins Krankenhaus fahren. Das ist so für einen selber total der Rückschritt, sag ich mal, wenn man nochmal nach Hause fährt. Aber hier habe ich Zeit, mich auszuruhen und dann bleibe ich eben auf der linken Seite liegen, was wirklich nicht so einfach ist. Und die Wehen im Liegen sind halt auch irgendwie viel, viel doller als im Stehen.
Die Hebamme sagte, wenn ich, ich soll bloß liegen bleiben, weil der Muttermund kann sich jetzt schnell öffnen und ja, das Kind ist dann halt noch nicht so ready, ne, in der richtigen Position. Deswegen bleibe ich jetzt hier liegen und beobachte das Ganze, versuche jetzt nochmal ein bisschen zu schlafen. Und wenn die Wehen alle 10 Minuten kommen, fahren wir nochmal los. Thank you.